Hallo und willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich verstecke mich hier immer noch vor dem leckeren Küchenchef, der aber nur durch ein Röcheln auf sich aufmerksam macht. Aber gesehen habe ich ihn hier noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, traue ich mich mal raus. Hackebeilchen ist mir auch nicht so geheuer hier. So, einfach mal hier durch. Oh. Ach, hier ist so ein kleiner Kinderaufzug. Eigentlich ja ein Lastenaufzug. Oder Speisenaufzug oder was auch immer. Das ist aber auch eklig hier. Ach, gucke mal, da könnte ich auch durch, wenn ich halt könnte. Kann ich mal so eine Wurst aufheben hier? Hm? Nee, kann ich gar nicht. Zum Glück. Besonders lecker finde ich das hier auch alles nicht. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Bevor ich da in den kleinen Aufzug reingehe. Ach, hier gibt es ja noch was. Kann ich hier den Fleischwolf anschmeißen? Oh. Tatsächlich. Lecker ist anders. So, und jetzt? Toll. Ich hab ne Wurst gemacht. So. Kommt auch nichts mehr. Ich könnte hier wieder schwingen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wohin. Besonders viel Schwung hole ich hier auch gerade nicht. Gut, dann ist mir das jetzt gerade mal... Weiß ich nicht. Nicht begreiflich, warum ich das hier mache. Passiert ja auch nichts weiter. Ich könnte mir so eine Würstchenkette machen und an der Würstchenkette schwingen. Das wäre es ja. Dann komme ich zum Schluss da hoch. So. Erstmal hoch in den ersten Stock. Ich sag euch, genau so kommt's. So. Dafür brauchen wir Nachschub. Wie kriegen wir Nachschub im schlimmsten Fall? Durch den ganzen Kram, der hier hängt. Ich glaube aber, ich werde mich da jetzt erstmal irgendwie langhangeln. Oder was muss ich da machen? Du Scheiße. Oh, tatsächlich. Ah, ah. Ja, Ideen haben sie schon. Läuft zwar bisher nicht alles hundertprozentig rund in dem Spiel. Ich würde es mir noch ein bisschen besser aufpoliert wünschen. Von der Mechanik manchmal, aber im Großen und Ganzen ist es schon recht nah dran. An. Hä? Was denn jetzt? Da hält sie sich nicht fest? Hm. Nah dran an Inside und Limbo, womit ich es immer wieder vergleiche. Ich weiß, ich vergleiche, aber... Also ich will da nicht reinfallen, ne? Kann ich eigentlich hier schon weiter? Nee. Kann ich... Reicht es schon, wenn ich das nehme? Ja. Oh Mann. Das wird ja eine tolle Angelegenheit. Bloß nicht aus Versehen selber runterfallen und... zu Würstchen verarbeitet werden. Das sollte doch reichen. Mal sehen, was das ergibt. Vielleicht kommen da schon 10 Würstchen raus, die mir reichen. Jetzt gucken wir mal, was das ergibt. Lecker, lecker, Schmackofatz. Das war jetzt ein Würstchen. Oh Mann. Das reicht nicht. Nee, da komme ich niemals ran. Da muss mir noch mehr einfallen, da oben. Na komm, halt dich da fest. Hm. Das meine ich mit Mechanik, die nicht immer ganz rund läuft. So. Im Eifer des Gefechts. Tödlich. So. Was soll ich denn jetzt noch machen? Soll ich da wirklich weiter springen bei diesen Haken? Hm. Aber das ist ja auch verpackt, ne? Ach, da liegt da hinten noch was, sehe ich auch gerade.
werde ich vielleicht als nächstes mal holen. Ja, das klappt ja hier einfach nicht. So, Moment. Mal hier hoch. Das hier geholt, genau. So machen wir das. Na? Dann schubse ich es halt runter. Ups. Ne? Na, wirst du mal. So. Das ist ja wie rückwärts einparken. Und vorwärts wieder raus. So. Mir kann ja eigentlich auch nichts passieren, solange diese Klappe nicht aufgeht. So, jetzt aber bitte, ja. Mehr fällt mir hier bald nicht mehr ein. Das muss jetzt reichen. Bing! Erdgeschoss, Dekoartikel. So. Dann wollen wir mal. So, nu aber. Habe ich eigentlich das schwerere Stück Fleisch vor dem leichteren gefunden, ne? So, ich behaupte, das reicht jetzt. Mit Anlauf. Tatsächlich. Na, wie lecker. So, und... Hepp. Sehr schön. Ich mache mal ein bisschen Tempo. Schneller kann sie hier nicht. Kann sie eigentlich auch runterklettern? Vorsichtig? Nee. Kann sie nur fallen. Okay. Voilà. Gleich mal wieder runtergeplumpst. Oh, das ist die Kältekammer. Da kann ich mich nicht allzu lange aufhalten. Fällt mir mal gerade so ein. Also die Kühlkammer. Aber ich gucke trotzdem mal hier rein. Hallo. Nichts drin, außer ich. Bitsch, bitsch, patsch. So. Ach, hier ist wieder so ein Hebel. Okay. Na, hier vorne ist wieder ein Schloss. Oh, oh, oh. Ich bleib einfach mal hier hängen. Das war ja mal eine blöde Idee. Mäh. Okay, bleib ich da nicht hängen, sondern hau wieder ab. Am besten in die Kiste, in der ich schon mal drin war, ne? Dann läuft der hier vielleicht durch. Durch den Kühlraum und sieht mich nicht. Okay, nur kurz rufen, dann abhauen. Reicht nicht. Vielleicht ein bisschen länger als kurz. So. Ah. Oh, 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 oh. Hui. Der geht ja sehr zielstrebig auf diese Kiste zu. Ist nicht witzig. Verschwinde. Gut, wenn du nicht verschwindest, verschwinde ich. Tschüssikowski. So. Ach guck, hier kann ich auch gar nicht rufen, weil es zu hoch ist. Ich habe so das Gefühl, er kommt direkt hinterher, deshalb gehe ich jetzt mal hier rein. Da links hätte ich auch nicht lang gekonnt. Mhm. Er steigt ein, er kommt hoch, alles klar. Ach so. Ich komme hier gar nicht weiter, ich verstecke mich hier nur. Dann mach mal auf, mein Freund. So. Ich würde mal da unter den Tisch gehen, oder? Ich gehe hinter ihm lang. Hier so. Ja, er demonstriert mir auf ganz dezente Weise, was mir blühen würde, wenn er mich findet. Leckerchen. Ah, ich würde sagen, ich gehe da hoch. Hier geht's durch. Lauf mal da durch. Kann ich, hier kann ich nicht durch. Also nicht runter durch. Oh Gott, was für eine Pampe hier.
Ja, und hier über mir läuft der Häcksler oder was? Beziehungsweise, wenn ich den Knopf drücke, läuft er. Was will ich denn hier? Muss ich wieder... oh Gott, ich drück mal. Nein! Okay, ich hätte nur einmal kurz den Knopf drücken müssen. Das weiß man ja immer nicht. So, er ist schon oben, okay. Dann würde ich mal sagen, wieder hinter ihm durch. Jetzt ist die Szenerie ja wenigstens berechenbar. Also jetzt weiß man, was man hier von mir will. Was hat der gerade gemacht? Sich den Fraß unter das Kinn gestopft? So. Ah! Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber ich laufe ja eh in seinem Rücken. So. Ah! Leute. Puh. Jetzt hier an? Nee, nicht ganz. Okay, dann jetzt, warum auch immer, einmal kurz hier drücken. Einmal kurz hier drücken und dann wieder weg. Oh, ich wollte jetzt sliden. Hat nicht geklappt. Da ist der Schlüssel, der Schlüssel. Jetzt sehe ich den erst. Oh. Ah, lauf, 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 lauf. Und wieder verarsche ich ihn mit dem Fahrstuhl. So. Hier vorne war das doch direkt. Ja, komm, mach rein. Oh ja, wunderbar. Aber das war's noch nicht. Die nächste Tür geht nicht auf. Toll. Verkrümel ich mich doch wieder. Gucke mal, was er hier macht. Ihr könnt mir freundlicherweise die Klappe da oben aufmachen. Hier geradezu. Ne, er macht die Tür auf. Okay. Ich dachte, ich muss da weiter. Okay. Ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht schaffe ich es selber. Gibt da schließlich auch Secrets hier. Ich hänge mich mal daran, wenn es geht. Jawoll! Aber warum? Ist da wieder ein Raum unten drin? Tatsächlich. Ich bin aber auch ein cleveres Kerlchen. So, was gibt's denn hier? Ein Wicht oder eine Puppe oder ein Pömpel, den ich nicht nehmen kann? Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Kinderspielzeug? Hm. Na, ah, da ist die Puppe. Da ist die Puppe. Gut. Gerade mal die große Frage, wie komme ich denn hier wieder raus? Kletter ich irgendwo hier so hoch? Hm. Wo kann ich ganz hoch klettern? Hm. Hier vorne vielleicht? Ja. Wunderbar, dann sind wir jetzt auch hier im nächsten Raum. Hier hoch dürfte eigentlich keine Notwendigkeit haben, ne? Bleibe ich doch gleich unten. Ach, ich kann gar nicht hoch, ne? Hier ist doch zu. Ja, hier geht's nicht hoch. Okay. Hier ging es hoch. So, da ist er. Jetzt spült er ein bisschen. Okay, hier geht's wieder nicht hoch. Hier kann ich mir das alles schon mal angucken. Ach, ihr seid zu zweit. Hast du die Mutti auch dabei, ja? Oder seid ihr... seid ihr zwei Köche? Naja, ist mir auch egal. Macht ihr mal euer Zeug. Nein, hier komme ich natürlich nicht weiter. Joa, das wäre auch zu einfach gewesen. Hier geht's ja auch raus. Na, komm, zieh dich mal hoch. Was? Hat der mich gesehen gerade?
Ist ja nicht wahr. Okay, machen wir das anders. Hier geht es ja auch noch raus. Das ist schon cool, wie sie so slidet. Jetzt hier zur Seite raus tatsächlich. Ah. Okay, der ist jetzt aufmerksam, aber er kann hier nicht reingreifen, oder? Kann er hier reingreifen? Ich gehe ganz in die Ecke. Oh Gott, ist das ein Horror. Ah, guck nicht so doof in die Kamera. Ah. Gut. Tja, wo geht man da lang? Auch wieder hinter ihnen, oder? Wenn sie da jetzt beide sich wieder zum Spülen hinstellen. Kommt drauf an, Booty, so. Jetzt würden sie mich natürlich hier vorne wieder nicht sehen. Ich weiß halt nicht, wo der andere so rumläuft. Wo ist der denn? Ah, okay, auch mal gar nicht schlecht. Kurz hier in Sicherheit. Aber eigentlich wollte ich dadurch. Ja, das schaffe ich. Oh, das passt gut. Der haut hier gerade wieder ab. Ich dachte, sie hätten mich nicht mitbekommen. Was passiert da? Ich kann nicht weiter nach links gucken, leider. Ich sehe da vorne so einen Hebel. Den würde ich einfach mal ziehen. Das sieht aus wie eine Hauptsicherung oder so, ne? Also da oben die ganzen Einzelsicherungen und unten der Hauptschalter oder sowas. Ich würde das mal ziehen. Ah, jetzt ist der wieder gerade hier links gewesen. Ich würde das mal ziehen und dann schnell wieder verschwinden, weil dann wird jemand kommen und vielleicht die nächste Tür aufmachen oder so. Nee, das ist was anderes. Ach, ich habe was aktiviert. Okay, ich gehe erstmal wieder hier runter. Oh mein Gott, da muss man aber auch schnell sein. Eieiei. Tja. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, ne? Okay, dann trauen wir uns mal. Und zwar vielleicht da hoch. Also hier so hoch. Nein, zieht sich nicht hoch. Hm. Nee, hier auch nicht. Da auch nicht. Okay, dann muss ich im schlimmsten Fall wieder in den Hauptraum zurück und irgendwo hochkrabbeln. Muss ich mal gucken. Da hinten die Teller hoch, würde ich mal meinen. Gehe ich jetzt nochmal hier runter und gucke mir das erstmal an. Die Frage ist doch, wo komme ich hoch? Komme ich da vorne hoch, wo er jetzt steht? Schaffe ich das vom Sprung her? Oder muss ich über den Tisch, der ja eigentlich auch kaum niedriger ist? Naja. Probieren geht über Studieren. Alte Küchenweisheit, so. Erstmal hier anfangen. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Was ist denn das hier eigentlich? So, ich könnte noch durch die Durchreiche hier springen, aber wozu? Also, kann man da schräg rüberspringen? Ich glaube, das wäre sogar meine einzige Möglichkeit. Ah, ich sollte nicht über diese Scherben laufen. Nein. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Da kiekste, ne? Jetzt mal gleich wieder abhauen. So. Ich laufe hier oben lang, ist unauffälliger. Okay. Was ich mich jetzt erstmal frage, ist, ob ich diese Durchreiche noch ein Stück aufschieben kann, damit ich da besser rüberspringen kann.
Nee. Oder gar zumachen? Nee. Kann ich gar nichts mitmachen. Aber da jetzt... Oh Gott, tatsächlich, da muss ich... Ah, nein! Oh, komm! Das ist doch unfair. Oder muss ich hier hoch, um darüber zu kommen? Das ist gar nicht ohne. Da muss ich einen weiten Sprung machen. Oh je. Den ich leider nicht gut sehen kann vorher. Das ist das Problem. Also hier kann ich ihn noch gut sehen. Oder einigermaßen. Aber danach... Ich muss an diese... Haken will ich es gar nicht nennen. An dieses Zeug da oben ran, ne? Was ich jetzt in Gang gesetzt habe. So viel ist klar. Oh Mann, ist das blöd. Okay, dann mache ich jetzt einen weiten Lara Croft-Sprung. Oh, jetzt geh aber da hoch. Was? Sie zieht sich nicht hoch. Oh Mann. Ach, ich komme so auch schon hoch. Na, dann probiere ich es beim nächsten Mal von da. Ugh. Ach, nee. Ach, nee. Wenn sie sich überhaupt mal da hochzieht, muss ich doch auf den Tisch rauf. Ich probiere nochmal eine andere Ecke bei dem Geschirr da. Hier sind auch Scherben, sollte ich vielleicht auch mal aufpassen. So. Zieht sich nicht hoch. Sie macht's einfach nicht. Okay, das funktioniert anders. Das muss von links funktionieren, denke ich mal. Über den Tisch. Da wird der andere zum Problem. Aber ich probiere mal hier. Ich habe ein bisschen Schaum abgeholt, das ist ja lustig. Gott, erstmal hier runter. Fliegt hier eine Blase? Eine Seifenblase? Okay, die Kamera ist gerade ein bisschen, die dreht sich irgendwie ungünstig nach unten, aber ja, ich denke, das ist es. Dass ich hier darüber springe und dann da hochkraxel. Gerade nicht sehr viel schwenken. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Freiheit gewünscht. Aber das hilft natürlich dem Panikkonzept des Spiels ganz gut. So, jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Das ist ja auch toll. Was? Wie? Ich kann da auch hängen? Scheiße, das hatte ich nicht auf dem Plan. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal hier oben bin, schmeiße ich erstmal die Kanne runter, damit ich da mehr Freiheiten habe und haue schnell ab. Oder muss, soll ich über diesen Knauf da schwingen? Wenn ich die Kanne überhaupt runterschmeißen kann. Nimm die mal mit. Jetzt ist nur der auch gerade hier, ist auch ungünstig. Weil ich kann den Kram ja vorsichtig wegmachen, ne? Nun greif doch mal! Kann nur schieben, das ist ja gemein. Jetzt habe ich natürlich wieder Zeit verloren. Oh oh, Aufmerksamkeitsmodus! So. Jetzt, an dieser, genau an dieser Stelle frage ich mich, warum er da drunter geguckt hat. Wenn er mich doch nicht sieht. Na gut. So, also ich schätze mal. Soll ich hier schwingen? Nein. Ah, verdammt. Kann ich hier einfach so hoch? Aber sie klettert hier einfach nicht hoch. Okay, beim nächsten Mal probiere ich, ob ich da weiter hoch... Ich wüsste nicht, wie.
Ich kann halt nicht weiter hochklettern. Ich kann nichts machen, wenn ich da hänge. Zumindest konnte ich gerade nichts machen. Da ganz links ist auch noch so ein Tellerstapel, ne? Nicht, dass ich irgendeinen ganz anderen nehmen muss, um letztendlich rechts hoch zu kommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Es muss doch irgendwas mit diesem Knauf hier zu tun haben. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich könnte vielleicht noch an die Klinke da springen. Nee, geht auch nicht. Ja, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus hier. Vielleicht noch auf die Teekanne rauf und dann von weiter oben an diesen Knauf springen, dass ich den auch drehe. Warum auch immer. Oder ich habe mich hier gerade festgefahren. Das hat gar nichts mit den Tellern zu tun, aber ich wüsste nicht warum. Nee, klettert da auch nicht rauf. Gut, dann schmeiße ich das jetzt runter. Dann gehört das jetzt zum Konzept. Oder auch nicht. Oder muss der Tisch irgendwie geschoben werden? Was denn jetzt? Jetzt laufen sie überall rum, nur nicht hier bei mir. Die Frage ist, kann ich diesen ganzen Tisch am Ende schieben, ich kleines Männchen hier? Ich glaube, die haben schon wieder von mir abgelassen. Na gut. Dann sei es so. Nein. Ah. Nee, natürlich kann ich diesen Tisch nicht schieben. So. Na, geh doch mal da runter jetzt. Ah, 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 ah. Ich check's nicht. Ich muss irgendwas mit diesem Boiler machen. Oder was auch immer das ist. Einfach nur weiterspringen, was jetzt gerade schon wieder nicht geklappt hat. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber. Gib mir zwei Versuche. Komm, geh da hoch. Sie geht da nicht hoch. Okay, ich weiß nicht, was ich anders machen kann. Ich hätte auch so ranspringen können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich hier irgendwo anders was machen? Ah, aufgelaufen, verdammt. Nein. Und was ist das hier? Kann ich das nehmen? Nein. Das ist alles verwirrend. Hier hinten geht es auch nicht rein. Sieht so aus. Ich laufe da so ein Stück weit rein, aber wirklich passieren tut da auch nichts. Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Habe ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit an so einer blöden Stelle aufgehalten. Nee, nee, nee. Und sollte eigentlich irgendwo anders lang. So. Hier ging es ja halt auch nicht hoch. Das hatte ich ja am Anfang. Was ist, wenn ich das nochmal zurück... Kann ich das nochmal zurück machen? Tatsächlich. Ach, das ging vorher in die andere Richtung. Ich dachte, ich hätte das überhaupt erst angemacht. Ah,
Also es hilft alles nichts. Das muss ich in der nächsten Folge rausfinden. Also bis dahin. Tschüss.